Laut denken, okay. Ja, laut denken. Das mache ich leider zu oft und die sagen immer, ich darf es nicht. Ja, aber hier darfst du das. Okay. 19 war es. 19 Punkte. Ja, war also. Knepf oder was? Kern. Herzlich willkommen zum Quiz Alpha mit Romano Schmidt und Marco Friedl. Du kannst deine Tee als Erster nehmen. Herzlich willkommen zum Quiz Alpha mit Marco Friedl und Romano Schmidt. Dann beginne ich jetzt mal. Start mal los, komm an. Frage Nummer 1. Aber da steht an Marco. Passt. Mit welchem Fuß erzielte Romano Schmidt sein erstes Pflichtspieltor für Werder Bremen? Das ist ganz einfach. Ja, aber ich habe ja schon mehr gemacht. Ja. Aber auch diese, was aberkannt sein war. Das ist dann kein Tor. Also. Das zählt dann nicht. Gegen Osnabrück, gegen Aue zu Hause mit seinem rechten Fuß ins lange Eck. Schöner Schlenzer. Ja, rechter Fuß ist fast schon fertig. Ich bin, gell? Ja. Ja, Lies? Ja, warte, ich muss zuerst denken, bevor. Unter welchem Trainer feierte Marco Friedl sein Profidebüt? Jupp Heynckes. Nicht? Absolut richtig. Welche war Romano Schmidts Lieblingsserie als Kind? Das weiß nicht mal ich. Als Kind? Serie. Zählt da sowas wie SpongeBob Schwammkopf und so auch? Ja, ich nehme SpongeBob Schwammkopf. Was soll ich machen? Was ist das? Ist es? Richtig? Wie gut bin ich? Das ist Weltklasse, Bruder. In welchem Werder TV-Format sagte Marco Friedl den legendären Satz: Ich bin nicht schlecht, ich bin nur langsam? Was? Wann habe ich das gesagt? Ich bin nicht schlecht, ich bin nur langsam. Darf ich mal kurz fragen? Langsam. Was, kann jemand die Werder TV-Formate aufzählen? Das war die verschiedenen Zimmerduell, Quiz Elva. Zimmerduell. Das ist fix Zimmerduell. Na, es ist falsch, glaube ich. Gell? Also es wäre Einkaufschallenge, oder? Ja, ja, okay. Supermarkt-Challenge. Ah, ich habe das Video vor kurzem gesehen. Romano, aufwachen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ja, mit Müll war das, gell? Ja, ich habe Müll gesehen. Jetzt nehme ich eine, dann nimmst du eine. Jetzt sind wir zusammen. Welches Stadion ist das? Das ist blendet so. Oh ja, das habe ich noch nie mein Leben gesehen. Ist es in Deutschland? Gibt es da? Wahrscheinlich wird es in Deutschland. Ja, WAC ist das nicht, wo ich gespielt habe. Sturm Graz an. Warte mal. Salzburg auch nicht. Wir haben ja Zeit, gell? Ja. Also okay, Bayern ist nicht, Dortmund ist nicht. Leipzig ist ich nicht. Weiß vielleicht Leverkusen nicht. Ist nicht. Wer hat graue Sitze? Vielleicht zweite Liga irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich schon. Ganz schwierig. Also so. Da steht es. Soll ich einfach. Nein, das kann auch nicht sein, was ich überhaupt irgendwas sagen will, Fantasy. Ich habe keine Ahnung. Ah, da bist du, Berlin. Punkt für euch. Was? Eben. Woher weißt du das? Das war mein Gedanke so. Hertha? Welchen Spieler suchen wir? Rapid, Werder? Warte mal. Rapid, Werder, Bayern, Werder, Rapid. Ich weiß das schon. Sag. Herzog. Ja, also, die waren mir jetzt vielleicht auch im Kopf gewesen, aber. Welcher Österreicher spielt am längsten am Stück bei Werder? Keins, ich weiß nicht. Ich weiß schon wer, glaube ich. Ja, dann sag's. Nein, wir müssen diskutieren. Ja, okay, die von den Jungen. Es muss älter sein. Mehr als 6 Jahre, glaube ich nicht. Und Sladi war aber es muss eigentlich der Sladi sein. Und dann bist schon du. Ja, fast. Ich hätte jetzt auch gesagt Sladi. Ja, Sladi? Nein. Ja, aber was für ein Uralter? Nö. Wer dann? Warte mal schnell. Ja, Krebinger oder so, oder was? Warte mal, nein. Ist jetzt eh schon wurscht, aber Grillo war es nicht. Grillo? Genau das. Bisschen. Wie lange war der? Den habe ich einfach vergessen, den Kollegen. Schnürschuh, den. Nein, jetzt ist da unter einen gefallen. Du bist. Ich bin. Ihr darf ja auch mitschauen? Nein, ich schau zuerst. Welches Stadion ist das? Mann, woher soll ich das wissen? Ich schau keine Stadion von oben an. Warte mal schnell. Ist es wieder in Deutschland? Nein. Sag mal, Zeit auch. Dann lass mich noch mal schauen. Innsbruck. Tivoli? Nein, Tivoli ist auf gar keinen. Es ist Tivoli. Nein, auf keinen Fall. Austria ist auch nicht. Lass mich noch mal schauen.
Nein, ich kenne da keinen Fluss in der Nähe. Ah, das ist schon. Tivoli ist nicht. Ich hätte mir gedacht, Wörthersee, aber ich glaube. Nein, das ist auch nicht rund. Doch, oder? In Klagenfurt? Ja, ist schon rund, oder? Von außen schaut das schon. Aber es hat keine blauen Seeds. Ja. Aber ist es in Österreich, glaubst du? Ich glaube nicht, dass es in Österreich ist. Happelstadion? Du warst ja schon öfter. Nein. Mm-mm. Da hast du viel mehr Platz außenrum. Nein. Was ist das? Ja, wir haben falsch. Wurscht, warte schnell. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die Sitze jetzt nicht in echt blau sind, ist es schon unfair. Das musst du tatsächlich bitte mit dem Satellit von Google Maps klären. Ich hab da. Ja, jetzt Sitze. Bin ich gespannt. Also, ich hab's auch. Also, Tivoli ist nicht. Nein. Was ist ein Rundstadion in Österreich? Ich hätte nur Wörthersee stehen, aber es ist kein Fluss daneben. Keine Ahnung. Habe ich gesagt, Kappelstadion, Bruder. Das stimmt. Du bist da schon aus dem Stadion. Ja, aber das ist nicht blau. Ich schwöre, Fehler. Das ist ein Riesenfehler. Wir haben Kappelstadion gesagt. Das hat 8 verschiedene Farben: Rot, Gelb, Grün, Grau. Aber nicht blau. Und die. Aber ihr macht City-Stadion. Nein, ins Stadion das ist, rein das, und das kann man nicht sehen lassen. Gib ein ans Kappelstadion. Tatanbahn ist halt blau. Ja, okay, aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Die Tatanbahn geht ja nicht nach oben. Okay, aber das kann schon die einfach. Na, bist du wahnsinnig? Na, finde ich auch nicht. Das sieht von oben aus. Ja. Ups, sorry. Da haut. Ich schwör, oder das ist einfach das. Ja, aber das ist ja so unfair. Ich hab gesagt, Happelstadion, du hast schon drin gespielt 100 Mal, Alter. Ja, er ist A-Nationalspieler und weiß es nicht. Ja, ich schau mir nicht das Stadion von oben an. Ja, aber auf der Tribüne bin ich drin. Ist ja auch schon ein paar Mal gesessen. Oder? Ja, aber nicht ja. So weit. So siehst du ja nicht die Tribüne. Ja, okay, Fehler. Ja, hopp. Scheiße. Du bist wieder. Füllt die Lücke. SVW, SV. Darmstadt, ich weiß es. Hinspiel? Warte mal schnell. Ja, 1-0, ich weiß es schon. Was redst du? Wir haben Hinspiel, haben wir 3-0 auf die. Ja, das ist 1-0 gewonnen, ich weiß, was ist. Vertrau mir! Das ist nicht das Hinspiel. Das ist das Rückspiel, 1-0 ja. Gewonnen. Ja, ich weiß, wer gespielt hat. Ja, lass mich mal. Ja, wenn du das weißt, dann sagst du. Ja, dann denkst du. Ist die Antwort? Ja, sicher. Warte. Ja, natürlich ja, ist es. Ja, es ist Dinkchi. Wenn das der Spielbüro-Zbogen ist. Ja, ist ja so. Ja, okay. Warum vertraust du mir? Doch, aber ich will ja mal ein bisschen teilhaben. Ist das schon. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Ja, okay. Das wissen wir bald, die Austria. Dann sagst du, ja. Austria, wie? Aber nicht, wenn wir jetzt umdrehen, ist nicht go schon. Bitte? Wenn wir jetzt umdrehen, nein. Ist auch nicht go. Erste Frage vor, aber direkt laut vorlesen. Ich kann aber nicht so gut lesen. So dann lese ich halt. Das war ein, dass man überlegt. Achso, das war schlau. War so gut, dumm. War gut so von dir. Dumm. Na, du warst super von dir. Lass mich aber mitlesen, klar. Also, du sagst, wenn es losgeht. Nennt in 11 Sekunden alle Mannschaften der österreichischen Bundesliga. Alltag, WAC, Rapid, Salzburg. Austria, Salzburg. Wartens, also Tirol. Hartberg, Altach, Admira, ich war nur dabei, vielleicht auch nicht. Austria Lustenau. Das war gut, ich glaube schon. Das waren sicher 10. Sturm Graz habe ich auch noch gesagt. Wann? Ja, gleich davor am Anfang habe ich auch nicht geschrien, aber hat mir wahrscheinlich keiner gehört. Okay, was haben wir nicht gehabt? Last haben wir nicht gehabt. Klagenfurt haben wir nicht gehabt, Last haben wir nicht gehabt. Das war's, glaube ich. Ried. Ja, Ried. Also haben wir jetzt da wie viele Punkte? 16. Richtig. Das ist zu wenig, oder? Kein Rekord. Das ist kein Rekord, aber das ist Platz. Das interessiert mich nicht. Wenn wir nicht gewonnen haben, dann brauche ich ja nicht einen Platz. Doch, wenn wir Bronze sind, ist auch nein. Okay. Ach. Nein. Das Happelstadion nervt mich extrem. Das ist Platz 2 natürlich. Und hätten wir 15 Punkte, dann wäre es auch Platz 2? Ja, 14 Punkte ist Platz 2. Okay. Ich glaube, wir haben nur 15. Ich glaube, er hat Sturm Graz nicht gesagt. Was ist denn mit dir eigentlich? Ja, aber wir sind Zweiter, jetzt ist ja egal. Ich schwör, du hast schon gerade nicht gesagt, oder? Ja, aber du hast halt die Goschen. Ja, aber ich will jetzt ehrlich sein. Weißt du, wären wir jetzt nicht Zweiter, dadurch hätte ich gesagt, dass es richtig ist. Aber so. Ich glaube schon, dass ich Sturm Graz gesagt habe. Sind wir ehrliche Gauner? Wir prüfen das im Schnitt einfach. Wir sind einfach ehrliche Gauner. Wir sind einfach keine Gauner, siehst du ja gerade. Also, das war's mit dem Quiz selber. Von uns beiden,
15 oder 16 Punkte, das wird die Regie noch entscheiden. Aber ja, ich glaube, wir haben es recht ordentlich gemacht. Ja, schaut sich das gerne an, gebt sein Feedback dazu und wie gesagt, uns hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Für mehr Videos hier und hier zum Abonnieren.